Hallo liebe Landwirte, habt ihr schon das neue Video von landwirt.com mit dem Praxistest der Case IH RB545 mit Silage Pack gesehen und fragt euch, was ein Rundballen bzw. eine Stunde mit Trecker, Rundballenpresse, Stretchfolie und Rundballennetz kostet? Dann bleibt dran, denn gleich seht ihr, wie schnell und einfach ihr die Kosten und auch die Mindestauslastung berechnen könnt. Und am Ende des Videos seht ihr, wo ihr diesen Landtechnik-Check kostenfrei herunterladen könnt. Mein Name ist Rainer Möller. Ich bin ein Landwirtssohn und möchte möglichst viele Landwirte unterstützen. Wenn dir der Landtechnik-Check gefällt, gib dem Video einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. So, und jetzt kommt bitte mein Büro und wir legen los. Wir starten mit dem Trecker. Tragt einfach Anschaffungspreis, Nutzungsdauer und Restwert ein und ihr seht die Fixkosten pro Jahr. Ganz wichtig ist natürlich die Auslastung. Zusätzlich könnt ihr noch die Werte für die variablen Kosten anpassen und fertig. Jetzt kommen wir zur Rundballenpresse. Der Anschaffungspreis ist schwer zu greifen. Der unverbindliche Listenpreis der Grundausstattung beträgt 93.830 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Wenn wir einmal von ca. 20% Händlerrabatt ausgehen, werden das ca. 75.000 Euro. Wenn ihr dies einmal selber durchrechnen wollt, geht auf die Homepage von Case IH und nutzt den Konfigurator. Den Link findet ihr auch unter dem Video. Euren tatsächlichen Anschaffungspreis könnt ihr, genauso wie die anderen Werte und die Auslastung, einfach individuell anpassen. Bei den variablen Kosten tragt ihr die Kosten für die voraussichtlichen Reparaturen pro Jahr ein und wählt den passenden Trecker aus. Passt jetzt noch den Dieselverbrauch und die durchschnittliche Leistung pro Stunde an. Bei der durchschnittlichen Leistung solltet ihr die An- und Abfahrt berücksichtigen. Die durchschnittliche Leistung je Stunde sinkt, je kleiner die Flächen und je länger die An- und Abfahrt sind. Dadurch erkennt ihr euren gesamten Arbeitszeitbedarf in Stunden pro Jahr. Jetzt fehlen nur noch die Kosten für das Rundballennetz bzw. die Stretchfolie. Und diese könnt ihr einfach etwas weiter unten in einer Nebenrechnung kalkulieren. Tragt einfach euren Einkaufspreis, die Abmessung von Rundballennetz oder Stretchfolie und die Anzahl der Wicklungen ein und ihr seht die Kosten je Ballen. In unserem Beispiel liegen die Kosten für das Rundballennetz bei 1,1 und für die Stretchfolie bei über 4 Euro je Ballen. Diesen Wert tragt ihr jetzt oben in die Tabelle ein. Jetzt erkennt ihr in den Diagrammen die Kosten je Stunde inklusive Trecker und Verpackung, die Kosten je Ballen und die Auslastungsschwelle. Also ab wann sich theoretisch der Kauf einer eigenen Rundballenpresse rechnen würde. Dies hängt natürlich von den Kosten für den Lohnunternehmer und diese wiederum von den jeweiligen Anforderungen ab. Wie gefällt euch der Landtechnik-Check? Und für welche Maschinen wünscht ihr euch sonst noch so einen Kalkulationsrechner? Das würde mich echt interessieren. Schreibt dies einfach unten in die Kommentare. Bis dann, euer Rainer Möller.